Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Vigil The Longest Night. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir wollen die Aufgabe Diene der Kirche erledigen. Wolf möchte, dass ich mit der kaputten Kette der sechs Heiligen um den Hals Schwester Holly aufsuche. Das haben wir gemacht und die stellt erstmal unseren Glauben auf die Prüfung und beim ersten Mal sind wir da ordentlich durchgerasselt. Ich hätte ja so einen Spruch gefeiert wie, ich finde ihren Mangel an Glauben beklagenswert. Naja, hätte aber wahrscheinlich Copyright-Probleme gegeben. Ach, weiter hinten steht sie, ja. Wo kommen wir denn hier überhaupt beim Friedhof raus? Das interessiert mich mal. Guck ich mal kurz. Hallo? Schieß mich nicht. Gib mir lieber dein Becken oder dein Schulterblatt oder was auch immer. Okay, gehen wir wieder in die Schimmerkirche. Und versuchen uns nochmal an den Aufgaben. Ich bin bereit. Der Glaube an die Göttin ist der erste Schritt, ihr zu dienen. Wer mehr wissen will, muss sich erst einer Befragung im Namen der Göttin unterziehen. Es gibt nur sehr wenige Menschen, deren Glaube wahrhaftig ist. Eine peinliche Befragung, Inquisitor. Hm? Junge Dame, glaubt ihr an die Göttin? Ihr müsst ihren Willen kennen, um die Göttlichkeit zu verstehen. Glauben wir an die Göttin? Ja, wir können nichts anderes anwählen. So, dann wollen wir mal. Was ist laut Hirtabul die Quelle der göttlichen Glorie? Oh Gott, ich habe nicht aufgepasst. Licht. Welcher der folgenden Gegenstände wird für den Schimmerlos benötigt? Die sechskantige Kerze. Was tun die falschen Alten niemals? Beten. Wodurch wird die Macht der Göttin stärker? Durch hingebungsvolles Beten. Der Schimmerglaube ist monotheistisch. Ich sehe, dass euer Glaube stark ist. Also irgendwas war schon wieder falsch. Ich versuche es nochmal. So, welcher drei folgenden Alten ist die Göttin der Schönheit? Satis, oder? Tonio und Publo, ich glaube Satis. Habt keine Angst, allein in der Dunkelheit zu wandern. Blickt in das Licht, das in der Ferne erstrahlt. Das ist das Licht eurer Herzen. Der Schimmerglaube ist monotheistisch. Was ist die Nacht für diese Welt? Nützlich, schädlich? Schädlich. Oh, Struktur, sage ich diesmal. Auch falsch. Vielleicht sollten wir nochmal alles durchlesen. So, hier haben wir Habul. Der Schimmergötter Herrlichkeit und Macht liegen in ihrem Licht. Die Gelehrten, die Donatio gelesen haben, mögen anderer Meinung sein, aber es ist wichtig, dass wir nicht vergessen. Die Herrlichkeit und Macht liegt in ihrem Licht. Aber es war keine der Fragen, die wir eben hatten. Die Nacht ist schädlich für die Welt, aber das Licht, das wird der Göttin, ja, sie bringt der Welt eine. Ja, die Nacht ist schädlich. Okay, das war schon mal richtig. Wenn sie die Dunkelheit herbeiruft, wird die Welt noch dunkler. Wenn sie das Licht herbeiruft, eröffnet sich uns ein klarer, heller Himmel. Die Göttin lehrt uns, habt keine Angst, allein in der Dunkelheit zu wandern. Blickt in das Licht, das in der Ferne strahlt. Das ist das Licht eurer Herzen. Genau das haben wir auch richtig beantwortet. Können wir hier noch mit einem von den Leuten hier vorne sprechen? Betet in schweren Zeiten zu der Göttin, sie wird eure Gebete hören. Sie betet, dass sie die, ja, vielleicht sollte ich, okay. Ah. Hey, ja, jetzt muss ich doch hinten wieder lang. Hm. Ja, links hatten wir ja auch noch ein paar von diesen Stelen. Ui, 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 ui.
Zweifelt nicht, verliert nicht den Glauben, zweifelt nicht, diese dreckigen Leute sollten sterben, damit die Kirche die Gläubigen reinigen kann. Jene, die dem Ruf der Kirche nicht folgen, sind unheilig und verdienen einen langsamen Tod. Was bist du für eine kranke Alte? Der Schimmerglaube ist monotheistisch. Nach der großen Belagerung wurde ihre Absicht endlich offenbart. Die Göttin ist die einzige, die die Finsternis überwinden und der Welt das Licht zurückbringen kann. Ja, nur für Mitglieder der Kirche. Es gibt viele verschiedene Versionen. Ja, Sechskantenritual, sechskantige Kerze. Das wissen wir ja. Alten Schriften zufolge repräsentieren die sechs Kanten die sechs Aspekte der Göttin. Körper, Schweigen, Herz, Frieden, Akzeptanz und Durchhaltevermögen. Die falschen Alten versprechen viel, halten aber wenig. Versprechen viel, halten aber wenig. Ah, okay. Nicht bieten, sondern... Ja, ja, ja. Und in der verbotenen Bibliothek. Ich habe ein bisschen Angst, dass da die Antworten liegen, die uns fehlen. Ja, ja, ja. Frag nochmal. Wie oft kann man denn durchfallen? So, was ist die Nacht für diese Welt? Schädlich. Was tun die falschen Alten niemals? Erfüllen. Welcher der folgenden drei Alten ist die Göttin der Schönheit? Satis. Wer hat die zeitlich größte Differenz zur Göttin? Donatio. Das ist einfach nur geraten. Welche der folgenden Gegenstände wird für den Schimmerlos benötigt? Die sechskantige Kerze. Ah, ja, 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 ja. Immer noch falsch. Ja, frag nochmal. Wodurch wird die Macht der Göttin stärker? Durch hingebungsvolles Beten. Wofür stehen die sechs Heiligen? Körper, Schweigen, Herz, Frieden, Akzeptanz und Durchhaltevermögen. Ja. Leere, Reinheit, Licht, Unstimmung, Denken, Schweigen hatten wir eben nicht. Geist, Gedanke, Agilität, nein, das Erste. Ja genau, das ist das Licht eurer Herzen. Der Schimmerglaube ist monotheistisch. Und die sechskantige Kerze, also das ist jetzt alles richtig, da bin ich mir sicher. Ich erkenne mein früheres Ich in euch. Nehmt das. Ihr wisst, was zu tun ist. Vielleicht könnt ihr auch das Flüstern der Göttin hören. Nonnentracht. Großartig, ihr seid qualifiziert, junge Dame. Legt die Tracht an und sprecht mit Schwester Iris. Vielleicht seid ihr diejenige, nach der wir schon so lange suchen. Wer ist denn Schwester Iris? Gläubiger? Da haben wir die Iris. Entschuldigung. So, Nonnentracht. Feuer, Eis, Blitz, Gift, Blutung und Fluchresistenz plus 6%. Ich habe gerade so einen Hustenreiz, Leute. Das kann aber auch meine Allergie sein. Ich habe hier gerade das Fenster bei dem guten Wetter auf und lüfte ein wenig. Eine Tracht, die nur von Nonnen getragen wird. Jene, die sich als Nonnen qualifizieren wollen, müssen mehrere Prüfungen bestehen, um ihren Glauben und ihre Frömmigkeit zu beweisen. Oh, jetzt, wir können gar nicht mehr rennen. La, 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 Schwester Iris. Ich habe hier ein Cupcake für euch. Und ich soll mit ihnen interagieren. Oh, ihr seid doch die neue Schülerin von Schwester Holly, nicht wahr? Geht ruhig weiter. Es ist schwierig, heutzutage noch Mädchen zu finden, die der Kirche dienen wollen. Ja, das Keuschheitsgelübde sagt mir nicht so zu, gute Dame. Darf ich ein wenig bei Ihnen stehen? Das nennt sich Beistand. Ihr habt Schwester Hollys Prüfung also bestanden. Euer Glaube muss wirklich unerschütterlich sein. Ein kleines Geheimnis? Ich habe ungefähr 45 Anläufe gebraucht. Ich habe nicht gelernt.
Aber wir wollen nun mal in das Zimmer der Bischöfin. Wir haben alle Zeit der Welt. La 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 la. La. Oh, es ist 1 Uhr. Ob Mittag oder Nacht, vermögen wir nicht zu sagen. Denn es herrscht ewige Nacht in dieser Welt. So wie ich mich fortbewege, könnte man auch damit rechnen, dass ich eine Schleimspur hinterlasse. Seid ihr etwa auch von der Seuche geschlagen? Oder vielleicht sogar Lepra? Ich gehe mal weiter und tue so, als ob ich euch gar nicht gesehen hätte. Neue Schwester, je höher ihr steigt, desto tiefer werdet ihr fallen. Ich will euch ein Geheimnis verraten. Das ist alles eine Lüge. Wir sind alle nur Marionetten. Ich kenne das Geheimnis. Sie sehen aus wie Schwestern, aber sind aber keine. Das grelle Licht ist zu hell, um uns zu betrachten. Die unmenschliche Gestalt. Kann sie noch jemand sehen? Schwester, die keine Schwestern sind? Oh Kind, was habe ich gerade gesagt? Möge die Gärtchen über euch wachen. Kinder vor dem Schimmer sind alle gleich. Haha, genauso wie die Wahrscheinlichkeit, an der Seuche zu erkranken. Hehehe. Okay. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Ich habe die Prüfung bestanden und die Schwesterntracht erhalten. Sobald ich sie trage, bin ich eine Novizin. Hehe, oh, bei der Göttin, das grelle Licht, ich sehe es. Solch ein helles Licht. Ich brauche etwas, um meine Augen zu schützen. Helft mir. Wir haben eine Augenbinde gefunden. Wir haben eine Augenbinde gefunden. Als Questgegenstand. Ja, 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 okay. Dann bin ich mal gespannt, was diese hier bewirkt. Haha, die Wahrheit, die Verbindung, der kosmische Strom, die Göttin direkt von mir. Und nun? Diene der Kirche abgeschlossen. Ich habe Arabella eine Augenbinde gegeben. Hoffentlich hilft sie mir. Die Göttin direkt vor meinen Augen. Vielleicht sollte ich mal wieder meine normale Tracht anziehen. Vielleicht hilft sie mir, wobei denn? Leute, was soll das jetzt? Was übersehe ich? Hui. Licht der Erkundung hier. Wollt ihr sehen, was ich noch kann? Wird der warm? Hui, hier der Atem der Göttin. Sie hat auch Mundgeruch. Oh Leute, ich hab null Ahnung, was das jetzt soll. Können wir sie beklauen? Ich will dir was klauen. Okay. Sollten wir vielleicht noch mal mit Iris oder mit Holly sprechen?
Der Raum ist nur für Kirchenarbeiter. Bitte geht, wenn ihr kein Mitglied der Kirche seid. Ich kann mich auch wieder umziehen, wenn es recht ist. Meine Güte. Na, 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 na. Ihr habt Schwester heute. Ja, ist ja super. Das hat ja jetzt viel gebracht. Bevor wir ewig und langsam hier langrennen, in dem Tempo, das ich mit dem Stick gar nicht hinkriege. Großartig, ihr seid qualifiziert, junge Dame. Ja, ich habe mit ihr schon gesprochen. Vielleicht soll ich die Tracht mal bei ihr anziehen. Na, 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 na. Fräulein, es ist mir nicht mehr möglich, die Glocke zu läuten. Helfen Sie mir bitte. Oh, was soll... Ich habe überhaupt keine Ahnung. So, wir haben hier die Augen, bitte. Die Augenbinde. Ich habe Arabella. Hoffentlich hilft sie mir. Bringe Arabella eine Augenbinde. Das haben wir schon gemacht. Hoffentlich hilft sie mir. Und dann kam was von wegen das Licht der Göttin. Haben wir nicht irgendwas Arkanes? Flammelster, blutiger Schlag. Boah, Leute, jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch. Vielleicht sollte ich hier später nochmal hinkommen. Die Augenbinde haben wir ja auch irgendwo gefunden. Hier irgendwas. Ich glaube nicht, ne? Was Licht der Göttin hieß. Kommt mir gerade so bekannt vor, aber das wird ja auch oft hier gesagt. Moment, bei den Spezialattacken ist da irgendwo Licht der Göttin, eine Blitzexplosion. Wollen wir das mal versuchen? Mit einer Blitzexplosion? Ja, muss ich mich wieder umziehen. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich hier vorne die Tracht nochmal tragen. Bei ihr. Und nochmal mit ihr sprechen. Komme ich gar nicht hoch. Ah, doch, jetzt. Unterschätzt nicht die Macht eines Gebets. Nur Gebete helfen uns, diese Krise durchzustehen. Jedem von uns wurde die Liebe der Göttin in die Wiege gelegt und nun ist es an uns, diese zu erwidern. Ja, ja, ja. Müssen wir mit der komischen oben reden, die hier alle abschlachten will? Ziehen wir uns schnell um, bevor sie das noch mitbekommen. Die Seuche wird enden und die Schimmergöttin wird den auserwählten Gläubigen helfen, die Stadt wieder aufzubauen. Ja, ja, ja. Leere Reden, leere Reden. Moment, das Licht der Göttin, können wir hier was machen? Hm.
Leute, ich habe echt keine Ahnung. Verbotene Bibliothek. Können wir da jetzt rein? Müssen wir sie vielleicht auf die verbotene Bibliothek ansprechen? Aber wir können ja bei der Bischöfin gar nicht groß reden. Boah, Leute, das ist doch merkwürdig hier. Und wieder umziehen, sonst kommen wir hier nicht rein. Ja, unser Glaube muss wirklich sehr erschütterlich sein. Unerschütterlich sein, nicht erschütterlich. Das wäre ja negativ. Beim Bewegen sehen wir auch nicht, ob wir mit irgendwas interagieren können, wenn wir diesen blöden Nonnentracht halten. Wir brauchen gefühlt eine Ewigkeit, um irgendwo anzukommen. Stellt euch mal vor, ich hätte die Nonnentracht getragen bei Schwester Holly und wir wären diesen langen Gang in dieser Tracht lang gegangen. Die Göttin direkt vor meinen Augen. Vielleicht später noch mal herkommen. Ja, vielleicht später noch mal herkommen. Ich habe gerade keine Ahnung. Wie? Vielleicht sollten wir auch noch mal mit Wolf sprechen. Um mit Wolf zu sprechen, müssten wir ja jetzt noch mal ins Rathaus. Nein, nicht da oben lang, bitte. Ja, und wenn das nicht das Rätsels Lösung ist, werde ich mal einen Abstecher zur Katzeninsel machen, um zu schauen, ob der Klingenmeister da mit seiner Arbeit fertig ist. Und ich hoffe einfach mal... Ah ne, Rathaus war ja rechts, ne? Ja, wir müssen aber links lang, das ist genau unter uns. Hättet ihr ja mal eine direkte Verbindung machen können. Nein, jetzt darf ich über zwei weitere Bildschirme laufen, um zum Rathaus zu gelangen. Und kann mich hier noch nicht mal runterfallen lassen, sondern erst hier. Ich will aufs Dach. Aber dann eben nicht. Ach, der stand. Stand der nicht auch hier in dem. Ne, nicht in der Werkstatt. In dem Raum ganz rechts war er. Oder? Ich habe gerade gesehen, dass es hier einen Ring gibt, der die Erfahrung erhöht. Finden wir wahrscheinlich erst zuletzt, damit sich dieser Bonus auch ja nicht lohnt.
Nö, jetzt kommt er auch wieder mit seinen selben Sprüchen hier. Und so? Ja, ja. Motzt du über die Steuern, während hier eine Dienerin der Kirche vor dir steht? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Ja, wie gesagt, ich werde zur Katzeninsel gehen. In der Mühle hatten wir doch auch eine Eulenstatue, meine ich. Dass wir von da teleportieren können. Da haben wir sie. Und dann ab zur Katzeninsel. Oh, ich hätte erst auf die Baumkronen hochklettern müssen, ne? Ja gut. Dann kann ich hier zumindest noch ein bisschen Gold und Erfahrungspunkte sammeln. Wir könnten auch beim Schmied dann doch langsam mal schauen, ob wir uns was an der goldenen Rüstung leisten. Ach komm, hier geht doch wieder. Ah, was habe ich gemacht? Das war ja sowas von blöd. Ich habe die falsche nach oben Taste gedrückt. Katzeninsel. So, hier jetzt hochklettern. Hä? Ach da. Hm. Jetzt stelle ich mich aber dumm an, Leute. Von hier müssen wir das schaffen, ne? Hey, du hast da... Meister, ich bin es. Wo ist der? Das ist seine Kleidung. Soll das heißen, er weilt nicht mehr unter uns? Der steht doch da. Ach was, sowas darf ich gar nicht erst denken. Irgendwas stimmt hier nicht. Was? Das war gerade ein Bug, oder? Ein toter Ast auf jeden Fall. Und was finden wir hier noch? Etwas ist falsch. Toter Ast. Wenn man den Zustand der Einheit erreicht, kann alles zum Schwert werden. Selbst ein abgefallener Ast. Angriff plus 10, Haltungsschaden plus 10, Blockwirkung plus 5, Angriff plus 100%. Will der uns verarschen? Ich fühle mich heute verarscht hier in der Episode. Nur seine Kleidung konnte ich vorfinden und daneben einen Schleim. Leute, was... Ich frage mich gerade, ob das Spiel will, dass wir jetzt erstmal mit dem toten Ast ein bisschen kämpfen. Ob diese Waffe vielleicht... Na danke. Ich glaube, die Blockwirkung wird hier auch... Darf ich mal? Immerhin können wir eine Hinrichtung mit einem toten Ast machen. Ich erledige ich auch mit einem toten Ast, wenn es sein muss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so jetzt mit dem Ast weiterkämpfen sollen. Der hat uns einfach nur gezeigt,
Ja. Traue keinem alten Mann. Ja, ist das schön. Ich schau mal eben, ob der stärker geworden ist. Nö. Was ich jetzt machen werde, ist... noch erledigen, weil er viele Erfahrungspunkte bringt. Verliert auch nochmal kleine Schimmersteine. Komme ich ja gar nicht hoch von hier. Verdammt. Bekämpfe ich Wölfe mit einem alten Ast. Einfach weil ich mir denke, wir müssen es so machen. Ja auch gar nicht betäubt, ne? Durch unser perfekten Block hier. Ich glaube aber, dass mit dem Ast... Aua, nein! Was mache ich denn hier? Ja, ihr... Ja, Lunken. Ja, hier gab es ja irgendwelche lustigen Kombos. Wow, 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 wow. Ich glaube, dass wir hier mit Gegner vernichten sollen. Oh, ich wette, mit diesem Dash kommt mir viel einfacher an die Truhe. Wäre es. So, jetzt will ich aber... Ja, ich wechsle mal wieder zu meinem schönen Katana. Und schauen wir uns mal an, was hier ist. Oh, hier haben wir ein paar Truhen. Hier haben wir ein paar Truhen. Ich kann in diesem Video auch mal was aufschreiben und sammeln. Ein kaminroter Mantel. Den schauen wir uns gleich auch in Ruhe an. Und hier finden wir Gold. Okay, dann schauen wir mal. Kaminroter Mantel. Verteidigung plus 9, Haltung plus 40. Minus 10% Angriff, Verkürzung negativer Effekte um 10, Mana 60. Baronsaal, luxuriöse Ruhe, kaminroter Schatten, geköpfter Papst. Wir haben auch die kaminrote Maske. Roter Hut, aber nicht den kaminroten Hut. Kaminrote Handschuhe. Kaminrote Stiefel. So, wo hatten wir das denn noch? Ach, da hinten im Minenarbeiterpfad. Und ich weiß, dass wir das in der Kanalisation hatten.
Oder nicht? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Die Berghöhle müssen wir noch mal rein. Wir hatten es auf jeden Fall hier beim... Wo ist denn das Frosttal? Bin ich gerade blöd? Leute, Leute, Leute. Also Minenarbeiterfahrt C2. Da muss ich mal zu D3, zu C2. Okay. Heiltrank. Warum ein Heiltrank, wenn wir hier sind? Okay, Minenarbeiterfahrt. Wollen wir mal schauen. So, und hier war das jetzt rechts. Genau, rechts weiter, bis es nicht mehr geht. Mist. Falsche Attacke. Ich war noch in der Stirb. Wo ich ja gerade die ganzen Schleimis sehe. Hätte vielleicht die Schleimis mit dem Stock kaputt hauen müssen, weil aus ihnen Schleim geworden ist. Ich weiß es nicht. Schauen wir erstmal, was hier versteckt ist. Spinnen! Allerlei. Spinnen allerlei. Oh. Kann sein, dass sie einen kleinen Schatz entdeckt haben. Da geht's doch auch rechts weiter, oder? Finden wir denn hier in der Truhe einen seltenen Ring? Leute, ich werde wahnsinnig. Seltene Ringe brauchen wir nun wirklich nicht mehr. Auch keine gewöhnlichen. Haben wir jetzt schon auch zum dritten, wenn nicht sogar zum vierten Mal. Okay, aber hier war doch noch so viel mehr. Ah ja, ja, ich sehe gerade was. Erstmal da oben. Nämlich hier noch runter. Ah, wer weiß, was hier liegt. Ein Heiltrank. Geht aber... Ah, Moment. Jetzt kommen wir hier oben raus. Hier sind wir ja noch gar nicht gewesen. Oh!
zwei kleine Schimmersteine. Hey. Blutseele des Kükens, und hier finden wir einen Bärenfellteppich. Das klingt mir nach einem weiteren Dekorationsgegenstand. Ja. Aber wir haben doch jetzt schon ziemlich viel Dekoration zusammen, zumal wir auch noch einiges haben, das wir noch aufstellen lassen müssen von unserem selbsternannten Diener. Mottenparty. So, hier müssen wir, hier können wir aber gar nicht hoch, oder? Von da kommen wir da irgendwie hoch. Eingang zu unserer Mine. Ja, wir müssen ja auch noch gucken, wo die Schimmersteine in der Mine versteckt sind. Jo, ich glaube, das werde ich machen. Nein! Von der Seite kommen wir gar nicht rein. Das haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Da, Eingang zur Mine. Habe ich mich vertan. Entschuldigung, Leute. Eingang zur unteren Mine. Wir müssen aber... Minengelände ist es, glaube ich. Unterkunft der Minenarbeiter, aber wir haben das doch alles schon untersucht. Aha, ich sehe was. Ich sehe was, Leute. Die Frage ist nur, wie kommen wir da dran? Hier unter uns ist ein Geheimgang. Na, jetzt bin ich ja hier. Hier will ich ja nicht lang. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Ist hier nicht noch ein Ausgang? Nope. Hier. Wenn ihr dieses Tor hier hochgeht, dem weißen Strich hochfolgt und dann links zur Wand, seht ihr, dass da eine kleine Lücke ist, dass man da runter kann. Hier ist aber auch eine kleine Lücke bei dem Esszimmer der Minenarbeiter. Irgendwo muss ja der Zugang zu diesem Versteck sein. Ist wahrscheinlich nur so farblich, ich weiß es nicht. Und eigentlich war die Tür ja, bin ich ja falsch? Muss ich unterirdisch? Ja, wir hatten doch hier noch... Stimmt, wir hatten hier noch das in der Mine. Ach, wir haben jetzt auch den Schlüssel für die Kristallkatakomben, fällt mir auch ein. Leute, ich will da dran.
sieht ja von hier auch irgendwas. Da unten rechts. Das muss das ja schon sein. Moment. Nee. Da reicht unser Sprung nicht für. Oder? Wow. Ich glaube, ich hätte es fast geschafft. Aber irgendwie kommt mir das nicht richtig vor. Ich darf nur einmal abspringen. Moment. Aber von hier kommen wir da ja auch nicht dran. Hier kann man sich auch nicht runterfallen lassen, Leute. Aber da unten muss das sein. Da unten beim Gras. Hier kann ich mich das runterfallen lassen. Das gibt es doch nicht. Leute, keine Ahnung. Ich werde hier nochmal speichern. Ich werde mir jetzt hier nochmal die Karte anschauen. Und zwar zu C5 werde ich reisen, damit wir uns mal die lila Kristallhöhlen angucken. Ob dafür der Schlüssel ist, den wir... Wann haben wir den eigentlich bekommen? Ich weiß es nicht. Bin ich hier jetzt überhaupt richtig? Ja, da vorbei und dann da unten lang. Ja, ich werde mir auf jeden Fall mal die lila Kristallkatakomben anschauen. Bei denen bin ich mir ziemlich sicher, dass die im ursprünglichen Spiel, als ich das vor dreieinhalb Jahren gespielt habe, zweieinhalb Jahren, dass es die da noch nicht gab. Aber ich habe auch vieles vergessen und sehe auf einmal, wenn ich da bin, ach doch, das kennst du ja wohl. Ist halt eine ganze Zeit vergangen seitdem. Gut, ich werde mir auf jeden Fall die Kristallhöhlen mal anschauen, was wir da so finden. Ja, und dann haben wir immer noch die Sache, wie kommen wir in das Erzversteck der Minenarbeiter? Können wir vielleicht mit Mick reden? Aber Mick ist tot, oder? Dann, was ist diese Geschichte mit die Göttin, ich sehe sie vor mir, hier mit der Bischöfin, ist ja auch noch nicht geklärt. Viele, viele Rätsel, die wir hier noch zu lösen haben. Viele, viele Rätsel. Ja, war jetzt kein sehr actionlastiges, also heute keine actionlastige Episode, jetzt geht aber auch die Musik wieder los, zum Glück. Ich mag diese Stille ja nicht, ist irgendwie so bedrückend. Ja, aber ich will halt den ganzen Geheimnissen auch auf den Grund gehen, was man hier so alles machen kann, was gibt's da eigentlich zu entdecken und so weiter und so fort.
Mal schauen. Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Vigil The Longest Night wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.